Also bei der Aufgabe haben wir jetzt die Christine und den Johannes und die versuchen hier so ein Ziel zu erwischen und die Wahrscheinlichkeit, dass Christine trifft, mache ich jetzt mal P von C, sie trifft, ist 0,5. Und die Wahrscheinlichkeit, dass der Johannes trifft, ist 0,4. P von J heißt, er trifft. Und jeder darf jetzt zweimal machen und der Johannes soll genau einen Treffer haben, Christine genau zwei Treffer und das mache ich jetzt als Baum. Also ich habe hier erstmal hier so, die Christine trifft, sie trifft nicht, Christine trifft, sie trifft nicht, ja, und Christine, Christine nicht. Und jetzt kommt der Johannes, er trifft und er trifft nicht und er trifft und er trifft nicht. Man merkt schon, das ist groß. So, groß, groß, groß. Und ich mache trotzdem so ein bisschen weiter, weil hier endet es dann. Uns interessiert ja von diesem Baum nicht alles. Sondern er hat einen Treffer und sie hat zwei Treffer. Zwei Treffer, das heißt, ich bin jetzt also, sie trifft, da bin ich. Und der Johannes hat einen Treffer, das heißt Treffer und Johannes trifft nicht. Hier, das ist ein möglicher Pfad. Und hier, der führt hier zum Ziel. Und es gibt einen zweiten möglichen Pfad, nämlich, dass er hier nicht trifft und hier J, er trifft. Na so. Nö, soll jetzt, ja, das ist sie nicht trifft, genau. Ein zweiter möglicher Pfad. Der erste mögliche Pfad ist, schreiben wir es mal hier auf. Sie trifft 05, 05, er trifft 04, er trifft nicht 06. Der zweite Pfad, da haben wir hier, trifft nicht 06, er trifft, 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 hier muss ein, hier muss, hier muss, hier muss ein J hin, so. Trifft. Ja, so. Schön blau. 0,4. Das heißt, ich habe hier 0,5 mal 0,5 mal 0,4 mal 0,6 und hier 0,5, 0,5, 0,6, 0,4 immer mal, 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 mal und das wird addiert. Plus. Das heißt, das, was ich hier will, P von dem ganzen Zeug ist zweimal, das ist das gleiche, weil 0,4 mal 0,6 ist 0,6 mal 0,4, also zweimal 0,5 Quadrat mal 0,4 mal 0,6. So. Also P von Ding, Ding, Ding. Was kommt da raus? Was haben wir denn dann? 12% 0,12. So, mit welcher Wahrscheinlichkeit hat Johannes mehr Treffer als Christine von diesem riesigen Baum zeichne ich jetzt nur die Äste auf, die mich interessieren. Das ist dann übersichtlicher. Also die Christine muss, wenn sie getroffen hat, zwei Treffer Christine geht nicht, weil er muss ja mehr Treffer haben als sie. Also muss sie jetzt eine Niete haben und dann muss Johannes treffen und treffen. Eine Möglichkeit. Oder Christine hat hier zweimal eine Niete und Johannes trifft einmal und er hat eine Niete. Oder genau, er, genau, das ist auch möglich. Also sie Niete, Niete bei der Christina und er trifft zweimal. Ja? Oder sie hat einen Treffer, eine Niete und er hat zwei Treffer. Das sind jetzt also drei Möglichkeiten, sodass er mehr, also öfter gewonnen, öfter trifft als Christine. Und diese drei Pfade, die tun wir jetzt einfach multiplizieren. Also hier ist ja 0,5, 0,5. 04, 04, genau. 05, 05, 04, 06 und hier 04. Also 0,5 Quadrat mal 0,4 Quadrat plus 0,5 Quadrat mal 0,4 mal 0,6 plus 0,5 Quadrat mal 0,4. Quadrat. Summe, alles ausrechnen. Und dann kommen wir auf 0,24. Also P von dem Ganzen ist 0,24%, dass er sie echt besiegt. So, Unabhängigkeit, ob jetzt die Christine hier trifft oder verliert. In jedem Fall hat der Johannes eine Trefferquote von 40%. Also es macht ihn nicht nervös, wenn sie getroffen hat. Eine Abhängigkeit könnte man auch bauen, aber da braucht man viel mehr Informationen. Also da
Also wenn die Christine, machen wir mal nur hier Christine und Christine trifft nicht und Johannes trifft nicht und Johannes trifft nicht. Nur das. Also wenn sie hier mit 0,5, 0,5 trifft, könnte schon sein, dass wenn sie trifft, dass er dann nervös wird und nur noch mit 0,3 trifft. Und hier, wenn sie nicht trifft, dann fühlt er sich toll und hat hier 0,6. Aber diese Information müsste in der Aufgabe drinstecken und dann könnte man einen entsprechenden Baum bauen. Und ohne diese Information kann man das eben nicht machen. Ja.